Wir freuen uns, dass hier auch die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, vertreten durch Siegfried Heim, anwesend ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die Frage, ob ein Land ein demokratischer Rechtsstaat ist, lässt sich auch daran beantworten, wie ein Land mit Journalisten umgeht, die Fakten öffentlich machen, die eine Regierung für geheim erklärt hat. Julian Assange hat auf WikiLeaks Material veröffentlicht, das Kriegsverbrechen dokumentiert. Eine außerordentliche journalistische Leistung, für die er heute zu Recht mit dem Stuttgarter Friedenspreis geehrt wird. Und es ist eine Schande, dass in Großbritannien ein Verfahren über die Frage, ob ein Journalist an eine Regierung ausgeliefert werden soll, die Kriegsverbrechen ihrer Soldaten geduldet und mit dem Stempel geheim versehen hat, zu einem Schauprozess gerät, der eines Rechtsstaats unwürdig ist. Julian Assange wird in Isolationshaft gehalten, ein Folterinstrument. Ihm wird die unbeobachtete Kommunikation mit seinen Verteidigern ebenso verwehrt wie die Mittel, um seine Verteidigung vorzubereiten. Und das alles in einem Prozess, bei dem es um ein Auslieferungsersuchen der USA geht, die ihn für seine journalistische Arbeit nach Gesetzen verurteilen wollen, bei denen am Ende möglicherweise die Todesstrafe droht. Die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi erklärt sich solidarisch mit Julian Assange und fordert seine sofortige Freilassung aus einem einzigen Grund. Journalismus ist kein Verbrechen. Die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen ist die ehrenwerteste Arbeit eines Journalisten und kein Grund, ihn an das Land auszuliefern, das diese Kriegsverbrechen geheim halten wollte. Und den Journalisten, die die Kriegsverbrechen öffentlich gemacht haben, mit der Hinrichtung zu drohen. Als Organisation der Journalisten in der Gewerkschaft Verdi fordern wir alle Kolleginnen und Kollegen auf, über diesen Schauprozess zu berichten und ihn zu kommentieren. Denn wenn Julian Assange ausgeliefert wird, ist das eine verheerende Botschaft an die Journalistinnen und Journalisten der Welt, die da heißt, Berichterstattung über Verbrechen, die von Regierungen als geheim eingestuft werden, werden nicht als Journalismus gewertet, sondern als sogenannter Terrorismus. Das Verfahren gegen Julian Assange ist ein fundamentaler Angriff auf den Kern journalistischer Arbeit in einer Demokratie, nämlich Fakten zu veröffentlichen, die Regierungen in der Nichtöffentlichkeit des Geheimen halten wollen. Überall auf der Welt bedrohen, foltern und töten Diktaturen Journalisten. Die Deutsche Journalisten- und Journalistenunion hat hier in Baden-Württemberg Proteste gegen die Verhaftungen und Folterungen von Journalisten in der Türkei mitorganisiert. Wir sind auch solidarisch mit Journalisten, die in Hongkong von der chinesischen Staatsmacht verhaftet werden und haben deutlich die Ermordung, die politisch motivierte und möglicherweise von Regierungen gesteuerte Ermordung von Journalistinnen und Journalisten beispielsweise in Russland oder Malta verurteilt. Und gerade deshalb ist es wichtig, die sofortige Freilassung von Julian Assange und die Beendigung dieses Schauprozesses zu fordern. Eine Demokratie ist keine mehr, wenn sie einen Journalisten behandelt wie jede x-beliebige Diktatur. Es ist ein Verbrechen, einen Journalisten, der Verbrechen aufgedeckt hat, wie einen Verbrecher zu behandeln, zu foltern und am Ende mit dem Tod zu bedrohen. And for those who are listening in the live stream and don't understand the German language, I will summarize my little speech. Germany's Journalists Union stands in solidarity with Julian Assange and we demand that he neither be extradited from the United Kingdom nor put on trial in the US. And this
for one reason. Julian Assange and WikiLeaks did what journalists have to do, to facts of crimes to the public that governments wanted to hide in the darkness of top secret files. Journalism is not a crime. Free Julian Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange.